Das ist schon richtig, ja. Ja, Christian, ich weiß im Moment echt nicht, was ich spielen soll, was ich streamen soll. Mir fehlt zu jedem Spiel, was ich habe, die Motivation. Ich würde ja gern, aber wenn ich nicht weiß, was ich spielen soll oder mir die Lust fehlt, was willst du machen? Ja, Subnautica habe ich ja angefangen. Das hatte ich ja angefangen. Da wieder. Vermehrt ETS. Ja, das ist es ja auch. Das sind so Gelegenheiten. Im Moment ist ETS für mich mehr so ein Gelegenheitsspiel. Wenn die anderen Leute fahren, fahre ich mit. Aber ich selber jetzt, ja, fehlt mir auch so ein bisschen Motivation. Fallout. Ja, es gibt so viel. Ja, ich hab die ganze Scheiße. Es hört sich auch alles gut an, aber wenn die Motivation und die Lust fehlt, keine Ahnung, ich werde mich so ein bisschen nebenbei ein bisschen am Subnautica halten. Subnautica spielen und so. Das ist auch okay. Nepal hat uns eine Drossel gegeben. Ja, aber was für eine. Junge, 60. Boah, krass. Schon seit 3 Wochen. Schnelle. Ja. So, also wir sind bei der Marina. Zeigt er an. Und bis jetzt sehe ich euch nicht. Ah, Okay. Doch, jetzt da sind wir auf dem Tab. kann man hier ins Wasser plumpsen? Ich hab's noch nie probiert, aber ich glaube, da ist eine Mauer. Okay. Ich hab's, glaube ich, mal woanders da probiert. Und ging? Nee, da ist eine Mauer. Okay. So eine unsichtbare Ja, Mauer. okay. Ja, mach du mal, lade mal an. Okay. Ach ja.
Dayscon macht sehr viel Spaß, ist leider etwas verbuggt. Okay, ja, da kann ich schon mitreden. Ich habe dieses Spiel noch nicht. So, Bartzi, du hast die Ehre, du darfst vorfahren. Skyrim gewohnt mit Bugs. Ja, klar, klar. Ich meine, nicht jeder Bug ist schlimm oder so. Scheiße ist nur, wenn du irgendwo hängen bleibst oder nicht rauskommst. Aber ich sag mal, wenn jetzt irgendwo irgendwelche Texturen irgendwo im Himmel kleben oder so, scheiß drauf. Ja, ich mach mir noch eine Zigarette und ja, Bazzi, du das vor, ne? Hast du deine Blitzlichter oben im Bügel drin? Im Dachbügel? Okay. Bazi. So, bin da. Timo. Bazi? Bayern Bazi? Bazi! Können wir mal. Hast du deine Blinklichter oben im Dachbügel drin? Ich hab das irgendwo reingebaut da. Okay. Ja, den habe ich ja nur so, den muss ich sowieso noch mal ein bisschen umbauen. Ja, nö, ich hab das nämlich, ich wundere mich gerade. Ja, ich hab den Spoiler nicht. Okay. Da gibt's halt extra Spoiler. Ja, aber du hast ja die normale LED-Blinklichter vorne im Bügel drin, in dem Dachbügel. Okay? Ja. Also ist das doch so, wie es in den Regeln drin steht. Hä, hey, warum bremst jetzt mein Auto? Die ganze Zeit, ich habe da gar nichts geschaltet. Hab ich die Motorbremse irgendwie aktiviert? Wie war denn die nochmal? Nee, jetzt geht's wieder. Die kannst du mit E. Und plus die Motorbremse. Hä, wieso bremst denn der Motor automatisch? Was habe ich denn da schon wieder gedrückt? Eingestellt und also nö, nee. Vorher hat er es ja nicht gemacht. Nee, eben. Was ist hier kaputt? Warte mal. Da stimmt was nicht. Einstellungen. Das sind der Gameplay. Aber wir können nicht schneller fahren, weil wir in der Stadt sind. Aber ja, genau. Das ist okay, Mitteilung der Automanöver. Bitte? Hä, hey, das hat er doch vorher auch nicht. Retarder ist klar.
Automatische Motorbremse ist aus. Hä? Mercedes, ich sag's ja. Hat Mercedes nicht eine Motorbremse und einen Retarder? Ja. Ja, der bremst, ich weiß nicht warum. Jetzt können wir schneller fahren. Ja, tu mal ein bisschen langsam. Ach, das ist mein Rädchen. Ich kann doch an dem Rädchen drehen und dann kann ich die Motorbremse aktivieren. Ah, Desto ja. mehr ich. Genau das, was ich jetzt gerade mit dem E und Genau. Plus. Und dann kann ich auch kein Tempomat mehr aktivieren, wenn du Nee. den auf Stufe 2 hast. Ja. Warum hat er das gemacht? Da bin ich schon nirgendwo dran Ah, ich bin verkehrt. Verdammt! Ich muss einmal rum. Ich komm gleich. Yep. Ja, warte mal, ich muss trotzdem noch mal anhalten. Ich will nur mal gucken, dass auch alle Marker weg sind, ey. Nicht, dass der. Ja, okay, alles gut. Jetzt kann ich hier nirgendwo wenden. Das gibt's nicht. Du. War da nicht irgendwo? Ja. Doch, du kannst vorfahren bis zu dem Kreuz und da wieder wenden. Ich hab schon, ich sehe schon. So, was hat denn der Christian geschrieben? Werden manchmal zu geladen. Noch nicht. Also. Mensch. Perfekt, die KI ist manchmal so schlau wie 10 Meter Feldweg. Und hat auch Einbrüche, okay. Christian, auf was spielst du das? Auf der alten PlayStation oder schon auf der Pro? Der lässt mich nicht drehen. Die normale. Ja, das kann bei der normalen kann das vorkommen, weil wenn du mal guckst, dieses Spiel ist mehr optimiert für die Pro. Daher kann es zu Frame-Einbrüchen kommen. Das kann schon passieren. Hin. Wo schickt er mich hin? Ich fahre auf der A16. Und komme dann wieder auf die A14. 16 und kommst dann auf die 14. Hä? Das ist eine Tankstelle. Ach, du kommst dann auf die 16. Nee, ich komme von der 16 und komme dann auf die 14. Doch, bei der 14 sind wir gar nicht. Wir fahren unten rum. Bei Rom. Bei Rom.
Ja, du fährst oben rechts an der Küste. Bei Pescara fährst du hoch und wir fahren unten links bei Casino. Casino. Warte mal, dann setze ich mich da mal am Marker, weil der schickt mich komplett. Ja, es führen beide Wege halt da hoch, ne? Wir könnten aber auch bei Casino rüberfahren, ne? Ja, das ist vielleicht nicht gut, aber bei Rom rüber über die Autobahn. Die können wir Und machen, die dann kommen Strecke. wir 14, ne? nach Pescara, kommen wir dann wieder Dann zu treffen wir ihm. uns in Pescara, da wo die Mautstelle ist, auf der A24. Ja, genau. 24. A24, A14. Genau. Dann mache ich da einen Marker. Da an dem Knotenpunkt treffen wir uns dann wieder. Ja, okay, machen wir Okay, es gut. so. Okay. So ist bei mir nicht. Okay. Was dann? Er frisst den Marker so gerade nicht, wie ich ihn Ja, gesetzt dann habe. lass mich vorfahren. Ich hab ihn Ja, ich gesetzt. habe ihn auch jetzt. Bloß er wollte gerade so, wie ich ihn gesetzt habe, wollte er mir nicht Oh, jetzt fressen. habe ich 800 Okay. Kilometer. Ich habe ihn jetzt einfach vor die Mautstation gesetzt, so frisst er. Auch der erste. Ist ja nur PSP. Zombies. Ja, ich hab's ja gesehen auf Videos, aber wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht. Ich kann halt mitreden. Im Moment habe ich ein paar andere Probleme, die wichtiger sind. Und wenn das erledigt ist, dann gucken wir mal. In der Zeit ist es auch bestimmt irgendwo ein bisschen billiger. Weil es ist ein Singleplayer-Spiel. Wenn das mal durchgelutscht ist, kriegst du das auch irgendwo hinterhergeschmissen. Bis zu 500 Zombie, okay. Naja, aber so wirklich Zombies sind es ja gar nicht, was ich gesehen habe. Es sind mehr so infizierte irgendwas. Also so ein Zombie-Feeling geben die Viecher mir jetzt nicht unbedingt. Kommt mir eher so vor, dass sie so ein bisschen sind wie bei The Last of Us, diese Seuche da durch diese Pilze. So, keine Ahnung. Also unter Zombie stelle ich mir halt was anderes davor. Aber egal, es macht Laune. Das, was ich gesehen habe. In der Skun. Flexibel und tollwütig. Ja, genau. Genauso kommt mir es vorher.
Und von abschaut. VK5. Ja, gut, klar, das machen viele. Inspiration, wenn es da ein bisschen fehlt, dann wird geguckt, ein bisschen in einen Topf geschmissen, ein bisschen rumgerührt und dann mal gucken, was rauskommt. Im Moment ist so alles ein bisschen festgefahren, was so das, so das Handling und so in Spielen Spielen ist. Egal, was du im Moment spielst. Ja, erst war irgendwie ein Hype mit einer Armbrust bei Ballerspielen. Was gab's noch? Ja, dann war der Battle Royale Modus ein Hype, keine Ahnung. Aber im Moment irgendwie, so mal irgendwie eine neue Idee. Es ist irgendwie nicht, ne? So ein komplett neues Spielekonzept, irgendwie, keine Ahnung. Ja, und das ist es ja auch, was mich so ein bisschen lustlos macht, weil egal, was du spielst im Moment, das Grundprinzip ist überall leider dasselbe. Oder ich bin einfach zu verwöhnt. Ich glaube eher ein bisschen was von beidem. Gell, Ghost? Ja. Deswegen, du machst ja keinen Kopf darüber, du fährst den ganzen Tag LKW, dann musst du sowas keinen Kopf machen. Ja, nö, nicht nur. Was spielst denn du eigentlich sonst noch so? Oh, unterschiedliche. Ja? Echt? Wow, Flugsimulation. Echt? Vorher bin ich ein bisschen mit dem Auto wieder rumgefahren, da mit der, was ist, Race Room. Race Room. Ja, das, wo wir mal runtergeladen haben. Ach ja, ja, ja. Da bin ich vorher ein bisschen rumgefahren. Stimmt, Race Room. Dann ein bisschen Flugzeug geflogen. Echt? Was fliegst du da? Vorher bin ich eine F-16 geflogen. Wow. Bei auf was haben Simulator? Den Microsoft Simulator? Nein, DCS, glaub heißt der. Das ist so eine neue Firma. Okay. Kenne ich gar nicht. Da hat es auch eine Demo kostenlos gegeben. Okay. Fliegst du das mit Joystick oder auch Tastatur? Im Moment gerade mit dem Gamepad. Oh, okay. Ich habe zwar auch noch einen Joystick, aber ich habe es noch nicht probiert, den anzuschließen. Okay, okay. Weil, wie gesagt, das ist eine Demo und... Ach so, ja gut, okay, da wird sich der Aufwand dann gar nicht wirklich lohnen, ne? Oh, halt, ich muss da rüber. Ja. Und sonst habe ich auf meinem alten Rechner habe ich halt allerlei Spiele. Ja, okay, ist auch so ein bisschen querbeet, was dir so gefällt, ne? Ja. Und was zieht sich so in deine Richtung? Mehr so auf Simulation, ja, ja. Oder Schießerei? Ja, mehr so Panzersimulation. Simulation allgemein. Okay, okay, okay. Aber ich spiele auch Fallout. Aber das ist dann auf der PlayStation. Ja, ja. Also, du hast auch eine PlayStation? Ja, eine Dreier aber. Ah, okay, okay. Was für Fallout spielst du da? Wie heißt New das? Vegas? New Vegas, genau. Ah, ja, das habe ich auch für auf der 3, ja. Sorry, aber wenn ich das sagen muss. Ja. Die Grafik ist so schrecklich. Ja. Aber es geht, wenn du nichts anderes hast, ne? Ja, es geht. Ja. Also im Gegensatz zum Fallout 4 ist schon... Ja, 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 auf jeden Fall. Kann man nicht vergleichen. Gut, nee. Also wie gesagt, ich habe es auf der PlayStation gespielt. Es ist... Handling und so ist okay. Ja. Aber es... Ah, ich weiß nicht.
Grafik Aber halt. Es ist in Ordnung. Ja. Ja, ich habe sie für einen PC, habe ich mir sie mal geholt, obwohl sie ab Windows 7, glaube ich, Probleme machen. Also sie irgendwie, man muss es da irgendwie was umstellen, dass die Scheiße dann auf Windows 10 läuft und ach, es war schon nicht einfach. Ja. Ich habe ja aus Fallout 3 habe ich auch noch für einen PC. Auf was für einem System läuft das bei dir? Auf Was? Windows 7. Windows 7, Ja. okay. Ja, so halt die klassischen Spiele. Ja. So, und ich selber kenne jetzt kein Huch, kein Zombie Open World Spiel neben Days Gone. Gibt es, aber ist halt in Deutschland jetzt nicht unbedingt erlaubt. Also du wirst es hier nicht kaufen können. Das ist einmal Dying Light. Das ist Open World. Scheiß an. Und das sind auch richtige Zombies. Und was hast du denn? Was gibt's noch? Ich glaube, da gibt es ein Remake von Dead Island 1 und 2 für die PS4. Kriegst du auch für die PlayStation 4. Aber ich glaube, ich glaube, das musst du im Internet bestellen. Du wirst es hier in keinem Laden finden. Ja, irgendwie kommen wir jetzt hier gerade auch wieder zu einer Maut. Ich gucke gerade mal gleich auf die Karte, wo wir sind. Also durch eine sind wir schon durchgefahren. Wir sind, glaube ich, noch nicht auf der Querstrebe. Nein? Ich glaube noch nicht. Ich bin jetzt kurz vor Rom, bei der Mautstelle. Doch, wir müssten schon auf der Querspange jetzt sein. Knapp 550 Kilometer. Hast du? Wir Ja, haben wir noch haben ein bisschen weniger. 480. Bist du wieder hier rüber gekommen nach Rom? Ja, der schickt mich so. Bist du jetzt nach Rom gefahren? Warte mal, ich muss jetzt einmal auf die Karte. Jetzt schickt er mich wieder zurück. Nee, nee, bleib auf der rechten Autobahn. Also auf der rechten. Wir kommen zu dir auf der 14 oder was das ist. Bin auf der ich bin auf der 14 zwischen A24 und 14 bei der Mautstelle. Ja, okay, dann warte mal da. Also ich kann auch Da, noch ein Stück ich habe noch, hochfahren. ich habe jetzt schon auf dem Tab. Nach Ancona hoch. Ja, ich habe dich auf dem Tab. Ah, du hast mich schon. Ja. Yep. Dann warte ich hier. Yep. Ja, ich hab euch auch. Ah, ihr kommt von da. Okay. Ja, klar. Ich muss schnell reden. Komm ich hier nicht rein mit die Kiste, oder? So, warte mal, bevor ich bezahle, mache ich mal Zigarette. So, warte, ich muss schnell drehen. Du kannst doch da vor der Maut hättest du doch drehen können, rückwärts einfach.
Ja, okay, er ist gerade hinter mir. So, ich mach ja, meine Zigarette oder und fertig, so Leute. rum, ja, geht auch. Warte, ich muss bloß mal meine ganzen Marker rausnehmen, weil sonst kommen wir überhaupt nicht mehr. Ja. Du kannst auf der Karte auch oben, ich glaube irgendwo steht. So, jetzt macht mal das raus, den Quatsch raus, den Quatsch raus. So. Okay. Weil dann habe ich nämlich noch 400. 470, 480, ja, 447, ja. Ja, genau. Wir haben uns wieder gefunden. Ah, da hinten geht die Sonne auf. Ja, auf der PlayStation spielen wir dann auch noch Gran Turismo. Das Gran Turismo 6? Ja. Gehen da die Surfer eigentlich noch? Online habe ich es nie gespielt. Hm. Wollte es gerade sagen, weil das habe ich sehr, sehr lange und sehr oft gespielt. Und dann kam ja irgendwann einmal das Gran Turismo Sport, bla bla bla. Und Sport, dann hat es ja. gehießen, für die Älteren werden dann die Surfer irgendwann einmal still gemacht. Und Ja, online habe ich nie gespielt. okay. Ja, und Formel 1 spiel tue ich halt. Ich habe 14er, 17er, 18er. Was, Weiß ich Formel gar nicht. 1? Ja. Okay, ja gut, das hat mich so nie interessiert, weil das war ja bei Gran Turismo sind ja die Fahrzeuge auch mit dabei. Ja. Deswegen dachte ich mir, nee, warum extra Formel 1 kaufen? Sie, kannst du ja im Prinzip da auch fahren, sind ja dieselben Strecken. Ja, obwohl es am, wenn du das Richtige kaufst, schon ein anderes Fahrfeeling Ja? ist. Ja. Ja gut, okay, das mach Stimme, ja, das mach sei. Aber ich bin nicht so der Formel 1 Freund, mehr so die DTM Rennen. Ja. Das ist mehr so mein Ansporn. Ja. Aber du, ob das glaubst du nicht, ich hab, wann war es? Ich glaube vor 4, 5 Tagen habe ich mal Gran Turismo angemacht. Nicht Gran Turismo, Project Cars ist ja vom Fahren her dasselbe. Ja. Und Junge, ich habe ganz schön abgebaut an meiner Leistung. Ja, das hat sie ruckzuck. Also, boah. Und da muss ich auch erstmal wieder ein bisschen, wenn ich das spielen wollte, reinkommen. Ja. Bin ja fast in jeder Kurve, bin ich rausgedriftet oder falsches Überholmanöver, Strafe Ja. bekommen. Bisschen zu spät gebremst, ein bisschen zu früh Naja. gebremst. Ja, das kenne ich auch. Naja, egal, was soll's. Aber Jawohl. ich tu mir das nicht an mit der Hilfelinie, die will ich aushaben. Ja. Na, da gibt's ja diese Pfeile, wo die dann Ja, sagen, du ja. bist zu schnell, bremst, dann wird's rot. Das will ich nicht. Nee, wenn dann Das schon original. muss schon so passen. Ja. Ich lasse es gerade am Anfang mal drin, wenn ich es noch nicht kenne, dann lasse ich es Ja, drin, so dass du für ungefähr mal die Strecke ein eine bisschen Woche kennst. oder so, ja, und Genau, dann kommt genau. es raus. Auch die meisten Fahrhilfen tue ich dann raus. Neue Infos. Zu The Last of Us 2 geben. Wird ja schon stark gemunkelt, dass es dieses Jahr erscheint. Na ja gut, also Last of Us, denke ich.
Ich werde es mir noch nicht am Anfang holen, The Last of Us 2. Ich werde es mir erst einmal angucken, weil ich denke, so wie wir Last of Us kennen, auch obwohl da die Ellie und so weiter, aber ich glaube, das ganze Spiel hat sich grundlegend geändert. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. The Last of Us, das hat mich sehr gehypt. Tut's heute noch, ist ein sehr, sehr geiles Spiel, aber The Last of Us 2, das muss ich mir erst angucken. Weil ich glaube, nur weil es Last of Us 2 heißt und die Leute, die den ersten Teil kennen, die werden einen Unterschied merken, ob es wirklich auch wieder anknüpft, ob es ungefähr in diese Richtung geht. Ne? Dieses Endzeit und wie das da alles so, keine Ahnung, ich muss es angucken. Das ist ein geiles Spiel. So, Batzi, bist du noch hinter uns? Ja, ne? Ja. Gut. Ich muss mal echt gucken, ob es Indiana Jones auch auf dem PC gibt. Indiana Jones? Ja. Ich glaube, gelesen hatte ich sowas schon mal. Ich denke, ich hätte auch, ja. Es sagt mir nur gerade nichts. Mit dem... Ja, ich kenne die Filme, ja, ja. Ja. Nur, wie ist das Spiel? So ein bisschen wie Lara Croft oder so? Tomb Raider? Ja, genau. So in der Richtung ja? Geht okay. Es, ja. Ja gut, da kannst du auch Uncharted spielen, das ist genauso. Ja. Das ist das männliche Pendant dafür. Ja. Ja, das spiele ich ja auch noch. Ja. Tomb Raider. Stimmt, habe ich auch noch. Aber ja. Wie gesagt, mir fehlt einfach die Motivation irgendwie zu allem. Ja, so geht's mir gerade auch. So irgendwie. Ja, so Flaute, ne? Als ob, ja. Als ob da ist noch irgendwas, auf das wir warten und es kommt nicht. So, keine Ahnung. Ja, deswegen, so fühle ich mich zumindest. Deswegen habe ich auch ein neues Profil angefangen. Nur so halt. Bisschen ja. Herausforderung nochmal. Na, siehst du, da wäre ich wieder zu faul dazu. Weil da würde ich jetzt so hergehen, denk, das alles, weil das Spiel ändert sich nicht. Du machst nur alles nochmal. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ne, ich glaube, dann würde ich lieber hergehen, würde sagen, okay, ich mache ein neues Profil und lade mir die neue Pro-Mods runter. Ja, aber oder sowas. Ist vom Prinzip dasselbe. Ja. Also, ne, das Prinzip, was wir hier machen, bleibt. Ja. Ja, mir fehlt irgendwo, fehlt mir so ein Kick. Ja. So, was die Spielerei angeht. Einfach so ein Kick, wo ich sage, oh geil, da habe ich jetzt Lust drauf, das muss ich zocken. Aber oder, der kommt irgendwie nicht. Oder einfach mal eine Woche aussetzen. Mache ich ja. Ich habe jetzt längere Zeit nur mal den Rechner angemacht, also Sachen mal kurz angespielt, wieder ausgemacht und es passiert nichts. Der Schalter legt sich nicht um. Noch nicht, nö. Ich kenn's. Ich habe auch manchmal so Phasen, wo ich mir denke, nee, kein Bock. Jetzt gerade wieder, wenn es jetzt Sommer wird, dann denke ich mir klar. Auch, was soll ich da vom Computer hocken, wenn ich rausgehen das... kann. Denke ich mir auch, also bei schönem Wetter gehe ich ein bisschen raus. Ja. Aber ich sag mal, zum größten Teil abends mit der Leute noch ein bisschen quatschen, irgendwas machen, und wenn es nur für eine Stunde ist. Ja. Das ist drin, aber ich sag mal so, das bisschen Sommer, was wir hier eigentlich haben, wenn man es überhaupt noch Sommer nennen kann, wenn wir mal ehrlich sind, das sollte man dann doch schon genießen. Weil ja, auf wie jeden war's Fall. Denn die letzten waren? Entweder war Scheißwetter und es war warm, oder es war warm und es war Scheißwetter. Ja, das stimmt. Naja. Ja, es gibt auch Regentage, wo man dann wieder klar, ein bisschen joggen klar. kann.
aber da ist mir irgendwie die Zeit zu schade, mich beim schönen Wetter vor den Rechner Ja, das. hinzusetzen. Nee, da gibt's Besseres. Ich meine, Ja. guck mal, auch so jetzt die vielen Tage, was wir unsere Lebenszeit in so einen Blödsinn investieren, wenn wir mal ehrlich sind, ne, so richtig drüber nachdenkt. Man kann auch bei schlechtem Wetter schöne Sachen machen. Man muss es nur, Ja. man muss nur was finden. Ja, genau. Dürre Sommer. Christian, danke schön. Ups. Von Grundthema. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Genau. Muss jemand tanken? So, ihr fahrt alles gönn ja, ihr müsst ja nicht tanken. Ja. Ihr fahrt ja von einer Kartenende zum anderen. Und wieder zurück. Sozusagen. Ich hoffe, die Streamqualität ist einigermaßen in Ordnung. Ich habe wieder ein bisschen an OBS rumgeschraubt, ein bisschen im Internet geguckt. Ich habe irgendwie das Problem, bei schnellen Bildbewegungen wird das so großpixelig, also nicht so richtig große Pixel. So ein bisschen matschig. Und das würde ich gerne weghaben. Ich weiß bis heute nicht, woran es liegt. Aber es sind auch manche Spiele, die das einfach machen. Da kannst du gar nichts machen. Ja. Ja, kann ich machen. Aber ich will erst mal gucken, dass ich das meiner Frau noch besorge und dann spielen wir das zu zweit. Jetzt alleine lasse ich es erst mal so stehen, wie es ist. Conan, sie hat es ja nur für die PlayStation 4 und mit der PlayStation ist mir das mit den Knöpfen, mit den Tastenbelegungen so blöd. Da brauchst du 3 oder 4 Schritte, bis du das irgendwie im Menü da klarkommst und beim PC, da drückst du eine Taste und gut ist. Und deswegen, da warten wir noch ein bisschen. Also das liegt im Moment ein bisschen auf Eis, aber es wird weitergemacht. Ne, ich denke, ich mache noch mal ein bisschen Subnautica. Hab einen zweiten Spielstand gemacht. Also einen habe ich gespielt, ohne zu streamen, auf leicht. Und den anderen, wo man essen und trinken muss, das mache ich dann weiter per Stream. Was ich auch mal weitermachen könnte, aber da fehlt mir auch der Bock, aber ich weiß es, das ist Far Cry New Dawn. Das habe ich auch noch nicht fertig gespielt. Jo, alles klar, Christian. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob du das letzte Mal dabei warst. Ich hatte gestreamt einen Teil, habe soweit alles gemacht und habe aufgehört, wo ich auf die Aurora muss. Ja, also die ist gerade in die Luft gegangen, hat alles verstrahlt. Jetzt habe ich diesen Strahlenschutzanzug und mit dem muss ich dann auf die Aurora. Das ist das, wo ich dann halt hier im Stream dann weitermache. Ich glaube, beim letzten Mal warst du gar nicht da. Da hatte ich es extra installiert, angefangen, aber ich glaube, da warst du gar nicht da. Ich glaube, ein Part müsste sogar frei sein davon. Ja, ist okay. Gut zu wissen.
So, 90 Kilometer habe ich noch auf dem Tacho. Ghost, der hat wieder Zündis irgendwo reingesteckt. Ich weiß auch nicht. Ganz da vorne in der Ferne sehe ich irgendwas. Oh Gott. Schau mir alles an, was du streamst. Ja, danke. Das ist cool. Dankeschön. Das ist lieb. Der Baukran und das Gerüst, das ist auch neu. Echt das? Wenn ich ehrlich bin, ich achte auf so ein Zeug gar nicht. Ja, doch, ein bisschen schon. Ups. Ja, und ganz viele Werbetafeln sind auch neu. Ich habe schon gar nicht drauf geachtet. Ich so. Naja, dann habe ich ja wenigstens einen Zuschauer, der immer da ist, soweit es halt möglich ist. Ja, wie gesagt, Subnautica, ich glaube, das letzte Mal warst du nicht dabei. Also falls dich interessiert, so die letzten 10 Minuten, dann weißt du ungefähr, wo ich stehen geblieben bin. Und ja, dann weißt du ja, wie es dann weitergeht. Ich habe auch schon zu der Amira gesagt, da könnte SCS auch noch einen Haufen Geld verdienen. An den Werbetafeln, wenn sie, auf jeden Fall. Wenn sie da Werbung verkaufen würden. Auf jeden Fall. In Frankreich stehen ganz viele jetzt. Aber Eigenwerbung vermutlich, ne? Wie, zum größten Teil ja. Aber auch Fremdwerbung. Ich weiß aber nicht, ob sie da Geld dafür bekommen. Okay, hier muss ich rechts. Yep. Aha. Ja, ja, es war gelb. Das war gelb. Was geil ist, deine Stimme ist sehr leise, aber wenn du Geld bezählst, das hört man. Aber richtig. Ja, ich habe das schon versucht auszuschalten, aber irgendwie finde ich den... Was, die Strafen? Ja. Gibt's nicht. Ja, dass das nicht mehr so klimpern tut. Meine Stimme, weil ich habe das Mikrofon zu weit weg. Ja, so ist besser. Ja. So ist besser. Meine Abozahlen, die liegen so um die 1180 irgendwo da.
Du kennst es doch. Da geht mal, kommt mal was, dann geht mal was, dann kommt mal was, geht. Ich achte da gar nicht mehr drauf. Aber ich bin noch über 1000. Also das ist das auf jeden Fall. Gut, ich kann es aber auch nicht verdenken, wenn die Leute mittlerweile alle so ein bisschen die Flatter machen. Ich meine, im Moment ist ja bei mir ein bisschen weniger. Aber Herrgott, da ich mit YouTube kein Geld verdiene, also direkt mit YouTube, ist es mir eigentlich Latte. Ich spiele und stream, wenn ich Lust dazu habe. Und das mache ich schon seit ich überhaupt streame. Kennst du doch. So, wo wollen wir das Bildchen haben? Da. Steht da hinten. Tatsächlich, dahinter steht die Costa Concordia. Alter, was? Die Costa Concordia. Moment. Das Kreuzfahrtschiff, wo vor der Insel sich auf Seite gelegt hat. Warte, ich guck mir das gleich an. Hast du dir das Gepiepe angelassen? Hat sie? Ja. Boah, geht gar nicht. Das habe ich aus. Wenn du das Ding nicht gleich rückwärts reindrückst, das rumgepiepe. Oh, nee. Prozent Schaden, wo habe ich den her? Na gut, egal. Hast du kaputt gemacht? 1%. Eieieiei, dem Mann kannst du nichts anvertrauen, der macht alles kaputt. War bestimmt bei der Mordstelle vorhin. So. Okay, die Costa Concordia. Concordia oder so heißt das Ding. Ja, die heißt jetzt hier anders, aber ist das gleiche. Ja, oder? Bleiben hier stehen. Ja, also konstant. So, Costa Concordia. Wo ist es? Wo hast du die gesehen? Da ums Eck rum bei mir. Da hinten. Und geh jetzt heier machen. Ach, die Euro irgendwas. Oder was ist das? Nee, da, ja, genau da weiterfahren. Und dann links. Ach, hier, ja. Okay, jetzt sehe ich sie. Wow. Da, Losta, wie heißt der? Losta Minosia oder so. Was? Cuminosa. Cuminosa, ja. Oh Gott. Okay. Gut. Oh. Sagt der Timer. Oh, machen wir noch ein Foto. Warte. Ich komme da auch hoch. Wieso hat er mich jetzt rausgeschmissen? Na gut. Okay, ich wünsche euch was. Jo, mach's gut. Alles klar. Jo, tschüss. Ja. Mach's Ciao. Gut. Ciao. Futter schon mal. Okay. So, okay. Unfall hot. Hoch die Tasse. Okay.
So, gut, wer auch immer noch da ist, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Christian, bis dann. Schlaf gut, schön, dass du da warst. Ne? Hau rein, bleib sauber, wir hören uns. Tschüss. Gute Nacht. Okay. Freund oder Arsch schon wieder weh. So. Oh, warte. Oh, irgendwie werde ich müde, aber irgendwie weiß ich kann eh nicht pennen. Ja. Ah, ja. Was willst du?